Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit Kaffert aus dem Orient und Black Dragon. Ihr seht das Heimprojekt, was ich und anfangs noch mit Tim und ein paar anderen Leuten gebaut haben, dann alle keine Lust hatten. Dann habe ich die letzten Jahre allein gebaut oder die letzten ein Jahr oder sowas sogar. Und ich wollte vor einmal schon kurz geredet haben, wo ich euch schon gebildet hatte, ist die Abstimmung, aber da habe ich eh verloren. Da hat mich aber bei mir dann Maxel, oder ich habe bei Maxel mich angemeldet, hat es dann auf Field 1 umgepflanzt, die Base. Und das seht ihr jetzt mal. Und Kaffert war auch kurz eben erstaunt. Und das ist es, da liegt ein bisschen Müll rum von Kaffert und so ein Zeug. Das ist der Eingang. Mein Müll, den habe ich vorhin beim Airdrop gemacht. Das ist hier mit Redstone Technik. Ich frage, was soll das überhaupt sein, Mann? Ist zu? Was soll das hier alles sein? Was sollte das hier werden? Schau, hier ist zu. Das sollte ein Festivalplatz werden. Ich habe gedacht, das ist mein Durchbruch in der YouTube-Karriere und auf Mascara Surfer meinen Namen machen. Oh. Es ist aber nie zu Ende geworden. Und nein, mein Glück hat gedacht, er kann nicht groß werden. Ja, ich habe mir hier Mühe, die ganzen Wettbewerbsentscheidungen an Anfang gehen, alle. Sein Post ist noch nicht verbunden. Schau, ihr könnt dann hier mit Gold, warte mal, ich tue einfach mal Slash Packpack. Natürlich falsch geschrieben. Mit Packpack, wo ist mein Goldzeug? Hier. Mit, glaub, 2 Gold war es, oder mit 1 Gold? 2 Gold. Und dann? Leute, das ist mein Vorführeffekt, es funktioniert bei mir nicht. Ich sag's doch. Immer wenn man anders versuchen will. Eigentlich müsste das funktionieren. Hier ist das. Hier ist auch das 3 Gold. Ja, keine Ahnung, kurz mal. Ja. Leute, hier ist, ich baue kurz so eine Kasse auf. Das ist eigentlich das Prinzip. Eigentlich ist das, wenn du hier. Eigentlich haust du hier insgesamt 1, 2, 2 Gold rein. Ich komme nicht durch. Und dann sollte es eigentlich gehen. Ich habe es getestet. Ich habe selbst getestet. Und hier ist ganz viel Müll drin. Aber mich wundert, dass es hier keiner abgebaut hat. Ja, das war es auch Wunder. Eigentlich hat es funktioniert mal eine Zeit lang, jetzt irgendwie nicht mehr. Hier sind Tickets für euch. Ihr gebt mir mein Ticket. Eins. Drachen bekommen sonst nie Tickets. Ich muss immer draußen bleiben. Da steht dann immer Drachen nicht erlaubt. Die müssen draußen bleiben. Das ist unfair. Warum darf ich nie mitkommen? Krieg ich auch ein Ticket? So. Leute, okay. Das war nein. Der Eingangsbereich mit Licht und alles Effekten. Und das war mein Sportkost wieder zu. Es ein was bleibt bis zum Ende da, weil dann es die Koordinaten gibt dafür. Hallo, du willst locker eine Karte haben, um mal das auch mal ausprobieren. Hier ich hab's schon durch, ausprobiert. Ich habe den Profi-Eingang gewählt. Ja, das ist der. Aber ich war zu langsam. Wir sind zu Dream, Alter. Schau, hier hat jemand was zu essen von mich, weil ich hab 3 Hunger für ihn. Ich geh jetzt, ich hol's ab. Eigentlich war das gedacht, dass man hier halt hier reinkommt, wird durchsucht und dann geht man weiter hier hin, dann tut man die Karte dort rein. Ich war mal wieder zu langsam, eigentlich muss man sich da vorstellen auch. Nicht. So, dann kommt man hier rein. Das Ticket ist natürlich bloß einmal verwendbar. Und klar. Dann sollte kommt der riesen Platz, den ich gebaut habe mit der Bühne da hinten schon. Das sollte eigentlich hier überall noch ein paar Buden hin und so ein Zeug, wo man was kaufen kann und so ein Zeug. Und der Typ ist ein kleines Impressors-Lager. Wir gehen jetzt zu den Hauptaktionen. Aktionen heißt das Hauptding. Ja, was wir hier haben, auf bis jetzt hier, außer der Eingang, ist hier drüben die ganze Technik, soll alles verbunden werden noch und alles. Eigentlich. Ist das der Bühne eigentlich mit Klavier, Mikrofon Hallo. Und Schlagzeug? Hat jemand was zu essen? Ich habe 2 Hungerquellen. Nein, habe ich nicht. Ja. Dankeschön. Ah, wie cool, das soll ein Hocker sein. Oh. Ja. Badums. Soll das darstellen und hier oben natürlich das Licht wurde auch verbunden, es geht an und aus. Machst du mal kurz an, um einen Hebel und aus. So, es geht an und aus. Der Kaffert hat einen Hebel gefunden zum Drücken. Und das, was ich jetzt mit, wo hier auch zum Schluss ein bisschen die Lust verloren gegangen ist, ist das hier.
das viel Bedrock zu sammeln und zu warten und das hier alles auszuheben, weil eigentlich müsste es bis zum Erdgrund gehen und dann in der Mitte geteilt werden nochmal, mit Backward umgespannt werden und dann müsste die ganze Technik für die Item-Sortierung hier rein. Es war welch ein Riesending, es soll sowas noch nie geben und so ein Zeug, ich habe probiert es zu umsetzen auf dem Server, wo es derzeit gecreeft werden kann. Aber das, wenn du schon ca. 2 Jahre dran arbeitest und nicht mal zur Hälfte fertig bist, ist halt auch ein bisschen nach ein Stück langweilig geworden und so ein Zeug. Ich habe trotzdem aber, dran gebaut. Aber jetzt könnt ihr bei meinem Blog in die Kommentare schreiben, was sollen wir als nächstes machen? Als nächstes ein großes neues Projekt auf was Kalter. Was sollen wir machen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Das ja, kann ein neues Dorf sein, so oder sowas. Ja, und noch kurz als Info nebenbei. Das Projekt hier mit Musik und alles, wollt ihr auch Notenblöcke noch hinbauen, also Musik machen und alles, ist nicht ausgestorben. Das Projekt gibt es jetzt in kleinen Versionen auf dem PlayCB mit Tim. Dazu wird auch noch ein Video kommen, aber alles nach der Reihe. Konzert? Ja, und ich singe. Sie wird nicht singen. Oh Gott. Und ich werde, jetzt seht ihr die Koordinaten, oder ich weiß nicht, ob ihr vorher schon gesehen habt, eigentlich habe ich die erst angemacht eben. Jetzt seht ihr die Koordinaten, jetzt könnt ihr euch das einmal alles angucken, in Ruhe, selbst austesten und so ein Zeug. Ich hoffe, es euch hat gefallen, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.